dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, er hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Yo, hey, was geht? Wir sind wieder bei Watch Dogs. Ich bin Cody und... jetzt gab es schon wieder mal eine längere Spielpause. So, komm, ich die Karte, glaube ich, aktivieren und wir machen einfach mit dem Hauptmission weiter. Wir machen einfach die Story jetzt, denke ich mal, durch. Wenn ihr noch irgendwelche kleinen Nebenmissionen sehen wollt, dann sachtet einfach. Vielleicht schiebe ich das immer dazwischen. Ich glaube, wir müssen doch das Kackauto nehmen, was wir jetzt gerade noch bekommen hatten. Eigentlich wollte ich damit nicht weiterfahren, aber es bleibt mir jetzt anderes übrig. Ich möchte jetzt kein Auto klauen und dann wieder riskieren, dass die Polizei gerufen wird. Das muss ja auch nicht sein. Boah. Das ist gerade auch recht entspannend mit dem Controller zu spielen, weil ich jetzt gestern Basketball spielen war und ich einfach mega Muskelkater habe in der Hand und was weiß ich nicht wo. Richtig schlimmer Muskelkater, aber so richtig übertrieben. Bewege ich die Hand so wirklich so, die Finger so ein bisschen hin und her, also die Knochen in der Hand. Boah, das ist einfach derbe. Das zieht richtig. Aber gut, ich denke, das wird auch bald wieder weg sein. Es ist einfach so, wenn man kaum Basketball spielt und dann auf einmal wieder 2 Stunden durchgehend. Das ist schon nicht zu unterschätzen, Leute. Es kam übrigens gerade noch ein Patch in Steam für dieses Spiel. Ich weiß nicht, wie lange es den schon gibt. Auf jeden Fall habe ich es jetzt ja erst wieder gestartet gehabt. Und dann kam ein Patch, der sollte irgendwie irgendwelche Einstellungen gefixt haben, irgendwelche Multiplayer-Sachen gefixt haben. Was genau, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich mich noch genauer informieren. Ich glaube, wir können hier durch. Weil auf diese Mission mit den Autos aufhalten, habe ich echt keine Lust. Mach mal Platz, bitte. Danke. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier die Hauptmission weitermachen. Und so gut wie es geht auf die anderen Sachen scheißen. So, hier können wir auch noch durchfahren. Na, ist das nicht wunderbar? Bin ich aber gespannt, was uns jetzt erwartet. Hallo. Hey, du kannst sitzen bleiben. Ich wollte da nichts eigentlich so tun. Wo sind wir denn? Wir sind bei der Palin Correctional Center. Beim Correctional Center. So, alles klar. Next mission, please. Ab geht die Post. Akt 1. In Schale geworfen. Macht der denn da? Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Blooms neuester Technik. Ah, okay. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Ja, für uns. Was soll ich denn jetzt machen? Nur beobachten oder was? Halt! Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände auf den Kopf, los! Los! Man darf doch eine Waffe besitzen, oder nicht? Ich hab die doch extra hochgehalten. Aber klar, ist natürlich alles geplant. Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen! What the fuck? Jetzt bin ich auf einmal eine Insasse? Smith! Alter! Sein Ernst? Das hat er mit dem Handy die aktuelle Eingabe geändert? Das ist krass. Okay. Ja, und jetzt? So, jetzt haben wir hier seine Kamera. Bin gespannt, wie wir hier weitermachen müssen. Ah, okay, er läuft. Können wir zu seiner Kamera wechseln? Ah, super easy. Lauf mal da um die Ecke. Ja, danke. Das, nein, nein, bitte jetzt nicht abbiegen. Bitte nicht abbiegen. Oh, fuck. Schnell, wechsel, wechsel! Nein.
Okay, wir haben noch eine Chance. Ich wollte direkt auf die Kamera da hinten. Ah, vermiest, ey. Scheiße. Ja, jetzt wird sich das Ganze wahrscheinlich wieder herauszögern. Warte, nehmen wir den. Nein, nein, ich wollte den anderen daneben. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Und gib mal her den Scheiß. Gib mir die Kamera. Gib mir den Kerl. Und dann das da unten. Ach so, komme ich da gar nicht direkt dran. Wie konnte der uns denn entdecken? Ach, wartet mal. Ich muss hier unten den nehmen. Und dann dieses Teil da entriegeln, glaube ich. Aha, 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 okay. Ja, wir können halt hier immer viel warten jetzt. Wobei, von hier aus, ja, was sagt mir das hier? Ah, warte mal. Oder muss ich doch tatsächlich erst wirklich da rein? Ich bleibe jetzt einfach mal bei ihm. So, jetzt sind wir hier in dem Raum und können diese Konsole hacken. Machen wir auch. Machen wir, perfekt. Offen. Ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. Waffen haben wir nicht. Aber wir können ihn wahrscheinlich von hinten ausschalten. Mit B. Klappe halten. So, jetzt haben wir eine Waffe. Die möchte ich ungern einsetzen, weil die wahrscheinlich extrem laut sein wird. Wohin jetzt? Fuck, 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 fuck. Puh. Ich wollte schon sagen, bitte nicht entdecken. So. Wo sind wir jetzt hier? Da ist ein Computer. Das war der mit der Webcam, richtig? Was ist das hier? Elektronische Teile. Was war das hier? Okay. What the fuck? Wo wurde ich gesehen? Hä? What the fuck? Ich habe gar nichts gemerkt. Scheiße. Kacke. Na, das wurde jetzt nicht... wo wurde ich bitte gesehen? Besorgen. Wir müssen also nach unten. Alles klar. Na, Fettsack? Schaffen wir das? Klappe halten. Fresse, fresse, fresse. Gib mir deine Waffe. So. Nach unten. Vier Meter noch. Hier soll ich irgendwas besorgen. Okay. Jordi, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Ganz oben. Klar. Das schaffen wir. Bestimmt. Fuck, da ist einer. Fuck, da auch. Fuck, nein. Bitte, bitte komm nicht. Bitte, bitte. Fuck, Alter, der soll sich wieder umdrehen, Penner. Hä? Ey, ich frag mich echt, wo werde ich da immer gesehen? Unlogisch. Unlogisch. Da müsste doch erst so ein Warnsignal kommen, oder nicht? Wir müssen auf jeden Fall wieder nach oben. Okay, die Waffe haben wir noch. Das ist gut. Scheiße, ich dachte, da steht an der Wand, so wie es zu Beginn war. Kacke, immer diese Kackladeszene, aber kann ich leider echt nichts dran ändern. Ah, wir
Wir müssen es noch ein paar Mal riskieren, bis wir das schaffen. Ist halt blöd gelaufen bisher. Also nach ganz oben müssen, das wissen wir. Weiter nach oben als bis hierhin gibt es nicht. Okay, da ist schon mal keiner mehr. Oder ist da jemand drin? Oh fuck. Okay. Wohin jetzt? Wir sind ganz oben. Okay, ne, ich werde erstmal weiter hier lang gehen. Wow. Scheiße! Hä, war der unsichtbar? Da unten war einer. Und den habe ich gar nicht mehr gesehen. Ich habe nur dieses Dreieck gesehen. Oh, damn it! Leute, wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das noch hin. Ich sag's euch. Wir sind noch beim ersten Part. Solange es in einem Part passiert, ist alles cool für mich. Wenn das länger dauert als ein Part, dann werde ich langsam sauer. Eigentlich müsste ich den Typ da drinnen zuerst ausschalten, aber was will ich machen? Halt, was war das? Wo? Wer fragt? Er hat's nicht gesehen, okay? Fuck. Scheiße, Mann. Da kam einer hoch. Da kam echt einer hoch. Also ich muss echt erst den Typ in dem Raum ausschalten, dann den draußen, dann den, der hochkommt. Leute, ey, das ist kompliziert. Das ist echt nicht einfach. Vor allem nicht für mich. So, wie machen wir das? Wo ist der Pisser? Ich sehe ihn auch nicht. Wir wissen, dass die Tür nicht geht. Das ist ein ganz großes Problem, dass wir jetzt nicht sehen, wo er ist. Fuck, der steht da ja. Oh, Alter, zum wievielten Mal bin ich jetzt schon hier gescheitert? Kann mir das mal einer verraten? Kann mir das mal einer verraten, bitte? Das ist nicht euer Ernst. Egal, wir trainieren uns. Wir trainieren uns. Irgendwann schaffen wir das. Ich versuche jetzt auf jeden Fall gelassen zu bleiben. Ich möchte echt nicht schießen, deswegen. Schießen ist, glaube ich, keine gute... Fuck, ey. Ich hab was Interessantes gefunden. Etwas namens Bellwether. Ja, Mann, jetzt. Nein. Wie wurde ich da jetzt wieder entdeckt? Also im Ernst, Leute. Wie wurde ich da entdeckt? Wie viele Leute soll ich denn ausschalten? Soll ich jetzt erst die hier unten alle wegbamsen oder was? Kann ich gerne versuchen. Oh.
Ja, klappt doch auch nicht. Es sind doch überall, in jeder Ecke ist auch jemand. Alter Schwede. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ich bin echt überfragt gerade. Also ohne gesehen zu werden, schaffen wir das, glaube ich, nicht. Müssen wir vielleicht wirklich hier auf der Etage bleiben? Ist euer Ernst? Habe ich die ganze Zeit einen Fehler gemacht, indem ich hierher wollte? Euer Ernst? Könntest du dich vielleicht mal umdrehen? Hallo? Würdest du dich bitte einmal umdrehen? Ich möchte hier, wenn es geht, einmal vorbeilaufen, ohne von dir gesehen zu werden. Ja, genau. Beweg deinen fetten Hintern. Nee? Du guckst halt in die falsche Richtung, Kollege. Ach, du bist doch behindert. Wenn es so weitergeht, muss ich dich gleich töten. Alter, ist das echt dein Ernst, dass du gerade genau vor mir stehst? Ich könnte dich jetzt so abknallen, ey. Aber wir sind jetzt mal ganz vorsichtig. Boah, geschafft. Hoffentlich hat's gespeichert. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adieu.